Ja, folgende Aufgabe zur Wippe und zum Hebelgesetz. Auf einer Wippe sollen drei Kinder wippen. Die Wippe ist 11 Meter lang. Dann zeichnen wir uns zuerst mal eine Wippe hier hin. Hier ist dieser Drehpunkt der Wippe und wir wissen schon mal, dass die Wippe 11 Meter lang ist. Das erste Kind wiegt genau 2 Drittel so viel wie das dritte. Das zweite Kind wiegt genau halb so viel wie das dritte. Wenn wir also davon ausgehen, dass das Kind 3 eine Gewichtskraft von F3 ausübt, dann muss Kind 2, hier steht Kind 2 wiegt genau halb so viel wie das dritte, muss eine Gewichtskraft von 1/2 F3 ausüben und Kind 1 wiegt genau 2 Drittel so viel wie das dritte, muss also 2 Drittel der Gewichtskraft F3 haben. Die beiden leichteren Kinder gehen auf die linke Seite der Wippe. Die beiden leichteren sind also Kind 1 und Kind 2, die müssen hier auf die linke Seite. Das schwerste auf die rechte Seite. Das schwerste ist das mit der Gewichtskraft F3. Die beiden schwersten Kinder setzen sich ganz nach außen. Das bedeutet, dass an dieser Stelle Kind 3 sitzen muss. Und das übt die Gewichtskraft F3 aus. Und ganz außen hier muss das Kind 1 sitzen. Das ist nämlich schwerer mit 2 Drittel F3 als das mit 1/2 F3. Und das übt die Gewichtskraft 2 Drittel F3 aus. Wo muss man das dritte Kind platzieren, damit die Wippe im Gleichgewicht ist? Wir wissen schon mal über das Kind 2, was noch zu platzieren ist, dass es auf der linken Seite sitzen muss, denn es steht da, die beiden leichteren Kinder gehen auf die linke Seite. Ich male jetzt einfach mal hier hin, Kind 2 mit seiner 1/2 F3 und dieses Stückchen hier, das ist auszurechnen. Das wäre also die Länge 2, der Abstand vom Drehpunkt, in dem das Kind 2 Platz nimmt. Dann ist auch klar, dass das Kind 1 mit der Länge L1, die genau die Hälfte der gesamten Länge der Wippe ist, und das Kind 3 mit dem Abstand L3, der ebenfalls genau die Hälfte der gesamten Wippenlänge L ist, Platz nimmt. So, das wäre erstmal die Skizze mit der Ausgangslage. Jetzt können wir anhand dieser Skizze das Hebelgesetz aufstellen. Das Hebelgesetz sagt F1 mal L1 plus F2 mal L2 gleich F3 mal L3. Das Drehmoment jedes einzelnen Kindes wird auf der einen Seite summiert und auf der anderen sitzt ja nur eins. So, jetzt können wir einsetzen, was wir wissen. F1 ist nichts anderes als 2 Drittel F3. Das ist nämlich die Gewichtskraft des Kindes K1. Also haben wir 2 Drittel F3 mal L1. L1 ist nichts anderes als 1/2 mal L plus F2, Gewichtskraft des Kindes 2, ist 1/2 mal F3. Mal die Länge 2, das ist die Variable, die auszurechnen ist, die bleibt also stehen, ist nichts anderes als F3, bleibt F3, mal L3. Und L3 ist die Hälfte der Länge der Wippe. In dieser Formel taucht jetzt überall F3 auf. Das heißt, wir können erstmal durch F3 teilen. Dann steht hier 2 Drittel mal 1/2 mal L. Plus 1/2 mal L2 gleich 1/2 mal L. So, das müssen wir nach L2 umformen. Man sieht hier noch, man kann hier die 2 kürzen. Dann steht dort erstmal 1 Drittel L plus 1/2 L2 gleich 1/2 mal L. Dann wird das Ganze minus 1 Drittel L gerechnet, denn wir wollen die Variable L2 auf einer Seite haben. Das heißt, 1/2 L2 ist gleich 1/2 L minus 1 Drittel L.
Und 1/2 minus 1/3, man kann das jetzt alles auf Sechstel bringen, ist gleich 1/6 L. So, 1/2 L2 ist gleich 1/6 L. Dann müssen wir noch mit 2 multiplizieren und finden raus, dass die Länge L2 gleich 1/3 L ist. Und das bedeutet in unserer Skizze, L2 ist gleich 1/3 L, also 1/3 von der gesamten Länge der Wippe muss dieses Stückchen sein, damit die Wippe im Gleichgewicht sein soll. So, das wäre der erste Teil der Aufgabe, eine Formel herzuleiten, die das macht. Im zweiten Teil sind Beispiele gegeben. Die Wippe habe die Länge 6 Meter und die Kinder wiegen jetzt 30 Kilogramm, 40 Kilogramm und 60 Kilogramm. Das heißt, man kann erstmal sagen, als bekannt, dass L gleich 6 Meter ist. Und jetzt kennen wir noch die Massen von Kind 1. Die Masse von Kind 1 beträgt nämlich 40 Kilogramm. Die Masse von Kind 2 beträgt 30 Kilogramm. Und die Masse von Kind 3 beträgt 60 Kilogramm. So, jetzt können wir wiederum das Hebelgesetz aufstellen. Das haben wir hier oben schon stehen. F1 mal L1 plus F2 mal L2 gleich F3 mal L3. Und bekannt ist auch noch, dass F gleich M mal G ist. Masse mal Ortsfaktor. Das heißt, damit sieht das Hebelgesetz dann wie folgt aus. M1 mal G mal L1 plus M2 mal G mal L2 ist gleich M3 mal G mal L3. Und diese Gleichung können wir durch G teilen, weil in jedem einzelnen Summanden das G drin steckt. Und dann haben wir M1 L1 plus M2 L2 gleich M3 L3. Und jetzt setzen wir alles ein, was wir kennen, denn wir wollen ja mit diesen Zahlen das, was wir eben herausbekommen haben, überprüfen. Die Masse 1 wäre die von Kind 1, sind 40 Kilogramm mal L1. L1 ist nichts anderes als die Hälfte von L, also mal 3 Meter, plus Masse des Kindes 2. 30 Kilogramm mal L2. L2 ist nichts anderes, haben wir ausgerechnet, als 1/3 der Gesamtlänge von 6 Metern, also mal 2 Meter. Und wenn unsere Formel stimmt, müsste das genauso viel sein wie 60 Kilogramm mal L3. Und L3 ist wieder die Hälfte der 6 Meter, sind also 3 Meter. Und wenn man das ausrechnet, 40 mal 3 sind 120. 30 mal 2 sind 60, das heißt, hier stehen 180 Kilogramm mal Meter und auf dieser Seite 60 mal 3 sind ebenfalls 180 Kilogramm mal Meter. Und da die beiden Zahlen gleich sind, haben wir bewiesen, dass das, was wir ausgerechnet haben, da auch wirklich rauskommt. Also kurz zusammenfassend, am besten ist es, man macht sich zuerst mal eine Skizze und trägt alle wichtigen Größen dort ein, stellt das Hebelgesetz auf, setzt dann für die einzelnen Formelzeichen des Hebelgesetzes die Dinge ein, die man in der Skizze sieht, löst das Ganze nach der gesuchten Variable auf und dann hat man schon die Formel und dann kann man die Formel noch mit Zahlen überprüfen, die gegeben sind.